Und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic. Wir haben in den letzten Folgen großteils mit unseren Gefährten geredet, um deren Hintergrundgeschichten zu erforschen. Und wollen jetzt weiterfliegen in der Galaxis. Are you from Black Mesa? Oh, hi there, Test Subject. Ja, hallo, Testsubjekte. Ja, Test, Test, Test. Vielleicht können wir eine Mod austesten auf Yavin, aber sicher bin ich mir nicht. Wir versuchen mal, dahin zu fliegen. Mal sehen, was passiert. Schiff der Interdiktor-Klasse. Sie haben anscheinend an der Hyperraumroute auf uns gewartet. Wir sind in Ihrem Traktorstrahl. Erkennt ihr das Schiff? Es ist die Leviathan, das Schiff von Saul Carrath, meinem alten Mentor. Admiral Carrath brachte mir alles bei, was ich über das Leben eines Soldaten wissen musste. Er war eine lebende Legende der republikanischen Flotte und in meinen Augen ein Held. Bis er uns verriet. Als die Sith meine Heimatwelt angriffen, flog die Leviathan, Saul Carraths Flaggschiff, vorneweg. Dieser Tag war auch das Ende meiner Familie. Meine Frau starb bei den Bombenangriffen. Ach du meine Fresse, also das ist das... Das Flaggschiff von Malak, wenn ich das richtig verstanden habe, das uns jetzt gerade im Schlepptau hat, hier im Traktorstrahl. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist eure Chance, die Toten eurer Familie zu rächen, Carve. Das sind nicht die Methoden der Jedi. Rache, Zorn, Gefühle, diese Dinge führen direkt auf die dunkle Seite. Ich werde nichts Unbedachtes tun und ich denke nicht daran, unser Leben für einen hirnverbrannten Rachefeldzug aufs Spiel zu setzen. Aber sollte ich die Gelegenheit haben, Saul bei unserer Flucht zu erledigen, dann kann ich ihm nur raten, sich mir nicht in den Weg zu stellen. Fluchtpläne sind wohl fehl am Platz, meint ihr nicht? Wir haben ja noch nicht einmal einen Plan, wie wir uns aus dieser Lage befreien können. Das wird nicht leicht, gebe ich zu. Saul ist kein Dummkopf. Er wird uns nicht unterschätzen. Verlasst euch darauf, dass er jede Menge Wachen abstellt, die jeden einzelnen Schritt von uns genau verfolgen. Vielleicht weiß Admiral Carrath nicht genau, wie viele wir sind. Wir haben spezielle Begabungen. Begabungen, die wir nutzen könnten, um einem von uns die Flucht zu ermöglichen. Wir müssen herausfinden, wer von uns die besten Chancen hat, einer Gefangennahme zu entgehen, damit er später zurückkehren und uns befreien kann. Es ist fast aussichtslos, aber unsere einzige Hoffnung. Ja, gut. Macht euch keine Sorgen. Ich werde es schaffen, mich von den Wächtern von Admiral Carrath abzusetzen. Der Admiral hat ein Auge auf uns drei. Wenn auch nur einer von uns beteiligt ist, wäre das Unternehmen zum Scheitern verurteilt. Nein, einer der anderen muss uns hier rausholen. Gut, aber wenn wir einen aussuchen wollen, der uns allen die Haut rettet, dann sollten wir uns beeilen. In den nächsten Minuten wird es hier vor Sith-Truppen wimmeln, die unsere Laderampe hochmarschieren. Ja gut, also mit uns drei sind wohl ich, Bastila und Carve genannt.
Die sind nämlich prominent aus dem Bericht von Kalo Nord, dem Kopfgeldjäger von Taris. So, mal sehen. Mission T3, Jolie Candrus, Juhani. HK-47. Juhani kann sich tarnen, da ist was dran. Ich mag HK-47 zwar echt gerne, aber wir haben diese Tarnfähigkeit für Juhani und wir haben vor allem auch aus der Mod die Rüstung, dass sie sich richtig gut tarnen kann einfach. Deshalb, ich werde mal Juhani einfach aussuchen für diese Mission. Ihr sprecht die Wahrheit. Wie ist es vielleicht als Einzige in der Gruppe möglich, versteckt zu bleiben, wenn die Sith das Schiff durchsuchen? Ich könnte warten, bis die Wächter ihre Durchsuchungen abgeschlossen haben und euch dann befreien. Versuchen wir es auf eurem Weg, Juhani. Möge die Macht mit euch sein. Wartet! Sie ziehen uns an die Landungsbrücke. Das hat ja nicht jeder Juhani dabei. Manche machen die ja auch einfach nieder auf den Twin. Bastila, Karth und die Crew wurden wie befohlen gefangen genommen, Commander. Sehr gut. Haben Sie das Schiff gründlich durchsucht? Admiral Carath hat mich ausdrücklich vor Verrätern gewarnt. Wir haben das Schiff gründlich durchsucht. Wenn wir jemanden übersehen haben, muss er unsichtbar sein. Gute Arbeit. Gehen Sie zurück auf Ihre Posten. Ich informiere den Admiral. Karth, es ist schon viel zu lange her, dass wir miteinander sprachen. Ich sehe, die Zeit war nicht gnädig zu euch. Ich habe euch kaum erkannt. Ich habe euch gleich erkannt, Saul. Ich sehe euer Gesicht jede Nacht. Immer wenn ich mir schwöre, dass ich euch für alles bezahlen lasse, was ihr meiner Heimatwelt angetan habt. Habt ihr nichts in der Zeit gelernt, in der ihr unter mir gedient habt, Karth? Als Soldat solltet ihr wissen, dass Opfer unvermeidlich waren. Es war Krieg. Das war feiger Verrat. Eure Flotte bombte ein ziviles Ziel ins Nichts, ohne Vorwarnung, ohne Anlass. Das Blut dieser unschuldigen Leute klebt bis heute an euren Fingern. In einem Krieg müssen auch die Unschuldigen sterben, Karth. Die Sith waren erst bereit, mich zu akzeptieren, nachdem ich ihnen mit dem Bombardement des Planeten bewiesen hatte, dass ich mich wirklich von der Republik abgewandt hatte. Meine Frau und mein Sohn sind bei diesem Angriff umgekommen, Saul. Und dafür werdet ihr mit dem Leben bezahlen. Ihr wart einst ein Mann der Tat, Karth, nicht ein Mann der leeren Worte. Klammert euch an eure Rachsucht, wenn es euch etwas hilft, aber erspart mir eure leeren Drohungen. Ich habe das alles schon zu oft gehört. Ihr spielt bei diesen Ereignissen ohnehin nur eine geringe Rolle. Lord Malak ist wesentlich mehr an euren Jedi-Gefährten interessiert. Er hat große Pläne für sie. Wir werden nie Malak oder der dunklen Seite dienen. Die Sith werden vernichtet, Admiral Carath. So wie ihr, wenn ihr nicht umkehrt. Tapfere Worte, Bastila. Doch der Verlockung der dunklen Seite ist schwer zu widerstehen. So sagt man zumindest. Ich frage mich, ob eure Begleitung dem Licht ebenso treu dient wie ihr. Damit sind wir wohl gemeint. Tja, sollen wir einfach Zeit schinden, indem wir mal ein bisschen lügen? So schurkenmäßig so? Ja, Angebote höre ich. Aber ich kann meine Freundin jetzt nicht im Stich lassen. Ihr vergeudet eure Zeit, Soul. Ich werde die Jedi niemals verraten. Ihr wehrt euch? Ich bin mir sicher, dass Malak eure Loyalität den Jedi gegenüber als amüsant empfinden wird. Der dunkle Lord würde mich vermutlich belohnen, wenn ich euch einfach aus dem Weg räume. Doch er will euch verhören, nach all den Schwierigkeiten, die ihr gemacht habt und der gemeinsamen Geschichte, die ihr teilt. Geschichte? Wovon sprecht ihr überhaupt? Welche Geschichte teile ich mit Malak? Ihr wollt damit sagen, oh, das gibt es doch nicht, oder? Ihr wisst wirklich nicht, was hier vor sich geht, was? Nun, ich will Malak doch nicht die Freude nehmen, es euch persönlich zu sagen. Der dunkle Lord wird euch zweifellos foltern, um Informationen zu erlangen und um seine verdorbenen Gelüste zu befriedigen.
Früher oder später werdet ihr ihm alles verraten. Die Sith können sehr überzeugend sein. Doch Lord Malak ist in einem anderen Sektor. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis er hier ankommt. So werde wohl ich für ihn anfangen müssen. Aktiviert die Folterfelder. Zack. Na gut, wir haben also eine Gnadenfrist. Genug. Ich möchte doch nicht, dass Sie bewusstlos werden, bevor ich meine Fragen stellen kann. Malak wird alle Informationen, die ich ihm bei seiner Ankunft übergeben kann, hochschätzen. Spart euch eure Mühen, Sol. Wir werden keine dieser Fragen beantworten. Ich bin mir sicher, dass ihr das nicht werdet. Doch die Loyalitäten eurer Begleitung waren auch schon früher, nun sagen wir mal, flexibel. Wovon redet ihr? Ich verhöre euch und nicht umgekehrt. Ihr stellt keine Fragen, sondern beantwortet meine. Es ist an der Zeit, eure Loyalität auf die Probe zu stellen. Ich fürchte, dass es mir nicht viel bringt, euch zu foltern. Euer Wille ist zu stark, als dass man ihn so brechen könnte. Doch selbst die stärksten Helden können jene, die sie lieben, nicht leiden sehen. Das Verhör beginnt jetzt. Jedes Mal, wenn ihr euch weigert zu antworten oder mir eine falsche Antwort gebt, leidet Bastila. Wie bitte? Bastila, was, wir haben doch eine Liebesbeziehung mit ihr am Laufen. Woher weiß der Sack das? Was sagen wir denn jetzt? Sollen wir bluffen? Wir bluffen. Nur zu, foltert sie ruhig, ich kann sie ohnehin nicht leiden. Ihr glaubt, ich würde auf so eine offensichtliche Lüge hereinfallen? Ihr reist gemeinsam durch die halbe Galaxis und ich soll glauben, dass ihr nichts füreinander empfindet? Mich ermüden diese Spielchen. Ich will meine Antworten und ich will sie jetzt. Auf welchem Planeten ist die Jedi-Akademie, in der ihr ausgebildet wurdet? Alderaan. Sie ist auf Alderaan. Das sagen wir und versuchen zu lügen. Und das ist natürlich selbstverständlich ein Easter Egg. Eine Anspielung auf Episode 4. Und da wird ja Prinzessin Leia gefragt, auf welchem Planet die Rebellenbasis ist. Und die ist natürlich auf Alderaan, aber sie sagen Dantooine, sie ist auf Dantooine. Und jetzt ist die Jedi-Akademie auf Dantooine und sie hier sagen, Alderaan, die Jedi-Akademie ist auf Alderaan. Alderaan ist doch nichts als ein Planet der Handwerker und Philosophen. Es gibt dort keine Akademie. Ihr müsst noch immer denken, das hier wäre ein Spiel. Also gut, das ist der Preis für euren Widerstand. Genug. Ihr seht, was passiert, wenn ihr euch zu widersetzen versucht? Die erste Frage war nur ein Test. Natürlich weiß Malak, dass die Akademie auf Dantooine war, bevor sie von unserer Flotte zerstört wurde. Dantooine ist jetzt nichts mehr als ein großer Friedhof. Dort stehen nur noch rauchende Ruinen, in denen die verkohlten Skelette eurer ehemaligen Meister liegen. Nein, ihr lügt, das ist doch ein Bluff. Er kennt die Akademie auf Dantooine. Er sagt, die Akademie gibt schon nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr werdet für dieses Verbrechen bezahlen, Saul, ihr und alle Sith. Die Jedi haben uns aufgenommen, nachdem wir von Taris geflohen sind. Die haben uns ausgebildet. Das war so schön auf Dantooine, so idyllisch. Und jetzt ist das alles ein Trümmerhaufen. Wahrscheinlich haben sie das gleiche damit gemacht wie mit Dantooine. Noch mehr leere Drohungen. Wir Sith bevorzugen es, unsere Taten sprechen zu lassen. Vielleicht gewinnen wir ja auch deswegen diesen Krieg. So, und jetzt erzählt mir von eurem Auftrag. Wie solltet ihr Lord Malak und die Sith-Armada aufhalten? Wir wurden hierher geschickt, um Lord Malak zu töten. Haltet ihr mich für einen Narren? Die Jedi sind keine Meuchelmörder. Sie würden niemals auf so einen Plan verfallen. Vielleicht benötigt ihr eine Erinnerung, welche Konsequenzen es hat, wenn ihr euch weigert zu kooperieren. Nein! Nein! Diese Schmerzen! Diese Schmerzen! Könnt ihr sie leiden hören?
Ihr könnt ihr weitere Schmerzen ersparen, indem ihr einfach nur meine Fragen beantwortet. So, ich frage erneut. Welchen Auftrag hat euch der Rat der Jedi erteilt? Ich habe ja eigentlich gedacht, Bastila könnte es mit Fassung nehmen. Das ist immerhin eine Jedi. Und dazu eine von keinem zu geringen Rang, aber die zerbricht gerade neben uns. Sagen wir es. Also gut, Saul, hört auf. Ich kann es nicht mehr weiter ansehen. Lasst Vasila in Ruhe, foltert sie nicht mehr. Wir suchen nach der Sternenschmiede. Warum erzählt ihr ihm das? Ihr solltet dankbar sein, Bastila. Er erspart euch Schmerzen jenseits eurer Vorstellungskraft. Worte, die Jedi verraten, bereiten mir größere Schmerzen als die Folter. Wie habt ihr von der Sternenschmiede erfahren? Bastila und ich sahen Revan und Malak in unseren Träumen danach suchen. Die Information kann jetzt auch keinen Schaden mehr anrichten, um ehrlich zu sein. Nein! Wie konntet ihr die Jedi nur so verraten? Ich finde eure Kooperationsbereitschaft sehr erfreulich, obwohl eure Antworten Bastila offenbar ziemlich beunruhigen. Keine Sorge, wir sind ja schon fast fertig. Die Informationen, die ihr mir gegeben habt, waren sehr nützlich. Doch leider müssen wir jetzt Schluss machen. Lord Malak wird euch dann persönlich weitere Fragen stellen. Ich werde euch hier in eurer Zelle lassen. Was ihr jetzt erlebt habt, war nur ein kleiner Vorgeschmack des Schreckens, den Lord Malak für euch bereithält. Und weiter wird gefoltert. Du Sack, ich hab dir doch schon alles gesagt. Das kann doch nicht Vermeidet wahr sein. Vermeidet schnelle Bewegung. Ihr seid noch nicht ganz wiederhergestellt. Admiral Carath ließ euch weiter foltern, als ihr längst das Bewusstsein verloren hattet. Sie haben uns alle gefoltert, auch wenn ihr das Schlimmste los ertragen musstet. Saul wollte uns leiden sehen. Er ist ein sadistisches Monster geworden. Die dunkle Seite hat ein Monster aus ihm gemacht, Carth. Wer diesen Pfad einmal eingeschlagen hat, wird immer weiter in die Tiefen des Bösen hinabgezogen. Ich fürchte, er ist für immer verloren. Es gibt niemanden, der nicht gerettet werden kann, Bastila. Ich glaube an das Gute. Ja, vielleicht habt ihr recht. Angesichts dieser zügellosen Grausamkeit kann man den Hoffnungsschimmer schon mal aus den Augen verlieren. Aber es stimmt, was ihr sagt. Die Nachricht von der Zerstörung Dantooines hat mich schockiert. Erst Taris, jetzt die Akademie. Nimmt das denn gar kein Ende? Vielleicht hat Admiral Carath ja gelogen. Ich würde gerne glauben, dass Sol uns angelogen hat. Aber schon bei seinen ersten Worten wusste ich, dass es stimmt. Die Akademie ist verloren. Wir hätten die Erschütterung der Macht spüren müssen, als der Angriff kam. Die Tatsache, dass wir nichts spürten, ist ein schlechtes Zeichen. Ich fürchte, die dunkle Seite wird immer stärker und verbreitet Schatten, die wir nicht durchdringen können. Ich hoffe, dass wenigstens ein paar Jedi entkommen sind. Grook, Vandar, Zar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle umgekommen sein sollen. Wir haben unseren einzigen Zufluchtsort in der Galaxis verloren. Das spielt aber alles keine Rolle mehr, wenn wir nicht bald aus diesem Gefängnis rauskommen, bevor Saul zurückkehrt. Ja, Dantooine hat sich wirklich wie die Heimat angefühlt. Weil wir da einfach ausgebildet worden sind. Das ist ein bisschen ähnlich, ich muss das kurz erzählen. Ich habe ja auch gerne die Star Wars Bücher gelesen, gerade die älteren, die dann nach sämtlichen Filmen spielen, die jetzt aber obsolet geworden sind, weil jetzt ja die Filme, die alten Filme weitererzählen, also hier Episode 7 und kommende. Und da war es dann so, dass Yavin 4 die neue Akademie gegründet wurde auf Yavin 4 von Luke Skywalker und der dann halt neue Jedi hat ausgebildet hat und da habe ich gerne die Bücher gelesen und da habe ich mich dann auch beim Lesen so heimisch gefühlt, wenn die Szenen auf Yavin 4 stattgefunden haben. Das weiß ich nicht. Es hängt einfach was damit zusammen, so wie bei Harry Potter, Hogwarts, ist halt die Jedi-Akademie irgendwie bei Star Wars. Weiß ich auch nicht. Tja.
Wo ist denn Saul Carath jetzt? Saul sagte, dass Lord Malak auf dem Weg hierher sei. Ich denke, der Admiral wird seine Ankunft vorbereiten und die Ergebnisse unseres Verhörs mitteilen wollen. Hoffentlich konntet ihr dem Verhör des Admirals widerstehen. Ihr habt hoffentlich keine Informationen preisgegeben, mit denen die Sith die ganze Galaxis unter ihre Kontrolle bringen. Ja, es tut mir wirklich leid, Bastila, aber ich konnte nicht zulassen, dass man euch weiter foltert. Ich weiß eure Gefühle für mich zu schätzen. Aber sie dürfen niemals eure Urteilskraft beeinträchtigen. Denkt an den Jedi-Kodex. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Eure Bemühungen waren gut gemeint, aber nicht durchdacht. Sol hat uns auch so alle gefoltert. Leidenschaft darf nicht unsere Aktionen bestimmen. Dazu steht einfach zu viel auf dem Spiel. Tja, wo sie recht hat, hat sie recht. Wir sind so oder so gefoltert worden. Dass das aber auch so ein Drecksack ist. Ich dachte, der hätte einen Funken Ehre im Leib. Tut mir leid, war mein Irrtum. Aber Saul wusste die Antworten auf die Fragen, die er stellte, sowieso bereits. Ich kenne Admiral Carath schon seit langer Zeit und denke, dass ihr recht habt. Das Verhör war eine Farce. Saul hat mit uns gespielt. Was wir sagten, war ihm völlig egal. Ich denke, das Ganze war lediglich ein Vorwand, uns zu quälen, bevor Malak eintraf. Habt ihr das gespürt? Eine Erschütterung der Macht. Der Admiral hat seine Nachricht gesendet. Der dunkle Lord weiß jetzt, wo wir sind. Malak ist im Anmarsch. Dann sollten wir hoffen, dass Johorny uns hier herausholt, bevor er kommt.